Hallöchen meine Lieben, ich grüße dich hier zu meinem neuen Video und zwar gibt es hier einen XXL Rossmann Haul. Ja, wir haben für den Urlaub eingekauft und zwar ja, das was ich halt mitnehme und allgemein haben ein paar Sachen gefällt, deswegen ja. Der Einkauf allgemein ist 206 Euro. Plus der App und Coupons und sowas sind 30 Euro und ein paar zerquetschte Minus gegangen. Das ist einfach perfekt. Darüber haben wir uns gefreut tatsächlich, weil als wir die Rechnung gesehen haben, 206 Euro, da waren wir schon ein bisschen ja, geschockt. Es war so ein leichter Schock. Ja, aber dennoch, wir wussten, was uns erwartet. Ich wusste, dass das viel Geld sein wird, weil wir sind eine große Familie und allein die Sonnencremes und sowas, das kostet echt arsch viel Geld. So, jetzt legen wir los. Schön, dass du eingeschaltet hast und bleib bis zum Ende dran. Ne? Wir legen mal los. Wir haben hier für unsere Chinchilla gekauft. Das Gras, also so Heu, ne? Für Kaninchen und Nager und sowas, das holen wir immer. Das ist sehr, sehr gut. Kaufe ich überall, Rossmann, Kaufland und was weiß ich was. Dann hat Anna sich sowas ausgesucht. Für den Urlaub, ja, so ein, das ist hier Bübchen, ne? Shampoo, Spülung, Prinzessin 2 in 1, schön mal riechen, oh, das duftet so gut, ja, so, daran haben wir wieder für unsere süße Chinchilla hier Löwenzahn, daran haben wir hier Blütenherzen, Ringelblumen und Rosenblüten ohne Zuckerzusatz und ohne Aromastoffen. Das sind solche Herzen. Ja, Rest muss ich bei Fressnapf besorgen. Dann haben wir für die Schule natürlich was schon mitgenommen. Das war eine Aktion, ne? 2 plus 3 für die Kiddies. Dann haben wir Binden. Ja, da wir in Urlaub sind, werden wir auch leider unsere Periode haben. Und ja, ich habe so gehofft, dass ich das so nach dem Urlaub habe. Normalerweise hatte ich auch so 18., 19. Und das rutscht aber langsam so rein, dass ich das viel früher bekomme. Und deswegen, ja, leider. Bleistifte. So, dann haben wir hier das mit zum Urlaub. Ich habe hier zwei Stück. Ich liebe diese Tücher, die machen einfach schnell und gut alles sauber. Weil wir sind 15 Personen im Haus. Und einfach mal schnell durch die Toilette so und ne, im Bad, also so speziell fürs Bad habe ich das halt genommen. Ja, dann hat mein Mann seit langem, ne, das hat 36 Euro gekostet, aber der benutzt, kann nur die benutzen und das reicht ihm wirklich für sehr lange. Von daher passt das. Neu, 12 Stück XXL Gillette. Dann habe ich für zu Hause mitgenommen Prill. Ausprobieren, das mit Kügelchen und Rosa, das ist so richtig schön, oder? Duftet bestimmt auch gut. Oh ja. Oh ja, mein Gott, das duftet so gut. Dann habe ich für zu Hause mitgenommen wieder. Das duftet, ich sag euch, also das jetzt nicht, das duftet nach einem anderen Dunkelwäsche, mache ich damit. Die Sachen duften, es ist einfach, ich könnte mich da reinlegen. Hat mir gefallen, deswegen kaufe ich das zum zweiten Mal nach. Für zu Hause jetzt einfach. Für zum Urlaub habe ich dieses hier mitgenommen, Color. Das habe ich noch nicht dran gerochen. Oh mein Gott, das ist das einfach absolut. Also wer Perwoll benutzt, weiß einfach Bescheid. Ne? Habe ich für den Urlaub mitgenommen. Für den Urlaub nehme ich auch meine Lieblings-Sodbrenn-Tabletten mit. Die müssen sein, auch wenn ich keinen Sodbrennen habe oder sonstiges. Vollgefühl und was weiß ich, wenn man im Urlaub irgendwie Pech hat und was gegessen hat. Also das habe ich ja immer sehr, sehr gerne in meiner Apotheke. Kommt mit. Dann habe ich für meinen Sohn den L'Oreal
Dings Hydra Energy, also Deo Antitransparent, Deo 72 Stunden, ne? Ich weiß gar nicht, wie er riecht. Oh, wahrscheinlich hat ihn jemand schon benutzt. Mist, habe ich nicht geguckt. Boah, oh mein Gott, das duftet gut. Das duftet gut. Diesen hier. Dann haben wir hier noch Radierer mitgenommen für die Schule. Blups. Ja, diese Radierer, mindestens 56% renewable Material, made in Germany, Latex. Ja, ich hoffe mal, die sind gut. Die anderen weißen, die weiß ich, die sind sehr, sehr gut. Die kosten aber 3,19 €. Das hat 2 Euro, also auch knappe 3 Euro gekostet. Aber ja, ich habe jetzt diese hier genommen. So, dann haben wir für den Urlaub auch mitgenommen Wund- und Heilsalbe bei trockener, Wunde, verletzter Haut. Habe ich auch zu Hause schon mit eingekauft und ausprobiert. Bei Verbrennungen sowas finden wir sehr, sehr gut. Also für den Preis 4,75 Euro oder 4,45 Euro kostet das. Sehr, sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Für den Urlaub geht es weiterhin. Baby Dream, also Pants, Pampers Windeln, Höschen für Anna. Sie ist sehr trocken, sie hält auch sehr gut aus und ist geduldig und alles, aber man weiß ja nie, ne, für den Weg nehme ich trotzdem mit, vielleicht irgendwo gibt es keine Toilette oder sonst was, haben wir die hier mitgenommen, ne? So sieht das aus, Junior 5 Größe, zwischen 12 und 17 Kilo, sie wiegt ja 13 Kilo und von daher passt das, hier sind 20 Stück, ja, vollkommen. Also alle werden wir nicht verbrauchen. So, und dann habe ich hier Baby Dream Extra Sensitive Feuchttücher, 4 Stück. Ja, ich denke, 3 nehmen wir mit zum Urlaub und 1 lasse ich zu Hause. Alle 4 nehme ich jetzt nicht mit in Urlaub, aber ansonsten nehme ich sehr, sehr gerne in Urlaub. Braucht man, also allgemein mit Kleinkind und für Erwachsene. Na, dann habe ich für mich mitgenommen, da ich sehr, sehr stark blute, einfach von der Vorstellung, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Können nur diejenigen nachvollziehen, die das gleiche Problem haben wie ich. Ja, ne? Pants habe ich mir auch geholt. Ich habe schon mal gekauft Pants bei DM. Fand ich super. Sind halt etwas teurer, aber sind gut. Sind 10 Stück auch für die Nacht geeignet. Ja, 8 Tropfen. Also auch Höschen halt, ne? Voll bequem, ich sag's euch. Und mir ist auch überhaupt gar nicht peinlich, darüber zu reden. Was soll mir auch peinlich sein, wenn das die Natur so gemacht hat, dass eine Frau blutet. Die Frau blutet normalerweise auch, ja, jeden Monat. Und das ist verdammt anstrengend. Besonders für denjenigen, der wirklich viel Blut verliert, der wirklich viel Probleme hat, wie ich zum Beispiel. Und ich weiß auch nicht mehr, wie, was mir hilft, was mir das halt, ne, aufhält und ich nicht durchlaufe, und das ist ganz gut, eine super, super Alternative. Und die ersten 2 Tage ist sowieso schlimm, und die 10 Stück, die werden mir auf jeden Fall auch reichen. Ja, also einmal das, und dann legen wir los. Für den Urlaub habe ich für Anna sowas mitgenommen, und zwar einmal Spaghetti Bolognese, weil Anna so ein schlechter Esser ist. Muss es hier in Urlaub etwas schneller gehen als hier zu Hause. Ne, wir sind 15 Personen, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß, 15 Personen. Es geht schnell, Frühstück und so weiter, und Anna ist halt langsam und sowas geht halt schneller bei ihr. Deswegen habe ich für zwischendurch, einfach nicht jeden Tag, aber für zwischendurch sowas mitgenommen, Nudeln mit Lachs. Und dann habe ich 2 gleiche mitgenommen, das ist Nudel ABC mit Bolognese Sauce auch, ne? 2 Stück. Ja, ne? So, 1 habe ich jetzt genommen zum Ausprobieren. Ich weiß nicht, einfach so, weil sie hat heute auch sehr wenig gegessen und auf die Schnelle einfach, es ist warm. Mini Macaroni mit bunten Rahmgemüse. Sowas hier ab 1 Jahr mit 1 Jahr plus, ne? Mit Eisen und sowas. Ja, ich bin normalerweise kein Fan von, aber wie gesagt, selten, super selten. Und so, das hat Leonie jetzt
für zu Hause gebraucht. Catrice, was ist das? 18 Stunden Concealer ist das, wasserfester Concealer. Das hat die Nummer, wo sieht man das? Ah, hier. 505 ist das, warm Macadamia. Ich glaube, so nah wird man das nicht sehen. Meine Hände zittern voll. Catrice. Ne? Ja. So, dann haben wir kein Zahnpasta mehr zu Hause gehabt. Habe ich jetzt mitgenommen. Für den Urlaub nehme ich dann einfach so mit. Muss ich noch kaufen. Habe ich jetzt nicht irgendwie daran gedacht, dass ich. So, und wie ich gesagt habe, schon mal in einem aufgebraucht, nicht aufgebraucht Video, aber allgemeinem Video, das habe ich gekauft. Das ist absolut cooles Shampoo. Ich liebe das. Ich liebe das. Es riecht gut. Es ist so Kräuter halt, ne? Kamille, Salbei, ohne Silikone für normales und fettetes oder schnell fettetes Haar und so weiter. Mega, mega. Eins für zu Hause und eins für den Urlaub. Ja, oder vielleicht nehmen wir alle beide für den Urlaub. Ich weiß ja nicht. Mal schauen. Dann wollte ich ja, war mein absoluter Traum schon so lange, 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 lange Zeit auszuprobieren. Einmal das. Vielleicht nehmen wir auch das für den Urlaub. Ja, also wir brauchen sowieso mehrere Shampoos. Vielleicht nehme ich einen Isana, also ein Kräuter. Und dann dieses Kombi. Es ist arschteuer. Wirklich arschteuer. Ich muss es riechen. Es ist nicht so gut. Ich könnte es einmal austrinken. Es ist wirklich so geil. Also, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Einmal, wie gesagt, dieses Kombi. Dann Annas absolut Lieblingszahnpasta, wirklich diese hier. Die mag wirklich gar keine, wirklich gar keine. Ich habe so viel ausprobiert, dieses geht. Habe ich mitgenommen. Dann habe ich für mich zum Ausprobieren hier von Dove mitgenommen so ein Roller. Momentan habe ich wirklich auf den Roller gewechselt. Der ist so cool. Muss ich mal anwenden direkt. Damit ich gut rieche. Also ich rieche schon so gut, aber oh, das duftet das richtig. Jetzt habe ich mir die Nase gepinselt. Richtig gut. Den hier. Der Nikita schnarcht im Hintergrund. ja, dann habe ich hier noch weitere teure Sachen mitgenommen. Einmal, gut, die waren im Angebot. Diese zwei, die waren im Angebot für 3,95. Einmal habe ich hier Hydroglow mit Biotin, Hyaluronsäure und so weiter. So, Spülung, das wollte ich alles für den Urlaub nehmen. Und Bond Repair Biotin Pro V, Nährstoffe, Pflegespülung, ne, stärkt und so weiter. Also, das ist auch sowas von cool. Ich könnte mich da reinlegen. Ich könnte mich wirklich da reinlegen. Nehme ich für den Urlaub und das teste ich zu Hause. Das ist was günstiger, aber auch Neues, ne, von Isana. Intensivhaarmaske. Blaue Lotusblüte und Bio-Agave. Ja, 97% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, inklusive Wasser. Für empfindliches Haar, sensible Kopfhaut, vegan. Was will man mehr? Was will man mehr? So. Die letzten Produkte so langsam. Das ist echt, also wie gesagt, der Zettel ist so lang. Und ich zeige euch nochmal. Hier sind die 206 Euro. Das seht ihr, ne? Und hier sind die 30 Euro und 76 Cent minus, ne? Also echt viel gespart. Ja, echt viel gespart. 10% Coupon hatte ich und dann hatte ich, war einiges halt auf 20%. Und sowas, ne? Also richtig gut. So, wir haben hier einmal Garnier Ambre Solare, neues Formel Sensitiv Expert, ultraleichte Sonnenschutzmilch, 50%. Also 50 plus, ich sage immer 50%, ich weiß nicht, also die Stärke 50, sehr hoher Schutz, ne? Und
Nicht fettend, nicht klebend, hochverträglich, für Gesicht und Körper geeignet, nicht klebend, habe ich ja schon gesagt, ohne Duftstoffe, extra wasserfest. Für den Urlaub. Dann habe ich das gleiche zu Hause stehen, Hydra 24 Stunden halt, ne, Sonnenschutzmilch auch 50, auch von Garnier. Ja, bis zu 24 Stunden Feuchtigkeit. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Wisst ihr, was ich vergessen habe? Erst jetzt. Das werde ich gleich meinem Mann sagen. Der wird umfallen, der wird umfallen. Der sagt, der wird mir dann sagen, hey, wir haben doch alles. Aber ich muss eh zum DM, dann hole ich das bei DM. Wir haben After Sun vergessen. Wir haben After Sun vergessen. Ah, Xenia! Ich könnte mich killen. So, dann haben wir einmal, dreimal Nivea Öl. Drei Stück. Und zwar, aus einem guten Grund, wir benutzen das allgemein sehr gerne halt in Öl. 30 ist super gut. Oh, wer hat da reingelegt? Du? Nikita? Stell den Kühlschrank, nicht in den Gefrierschrank. Nicht in den Gefrierschrank, in den Kühlschrank. Doppelter Effekt, Hautschutz, natürliche Bräune, UVA, UVB hoch, aktiviert Melanin nachweislich, wasserfettes Ölspray ohne Selbstbräuner. Ne? Ja. Kaufen wir immer und so eins haben wir nämlich in Kroatien gekauft. Der hat 21 Euro gekostet. 21 Euro so eine Flasche. Kannst du mir dieses Öl bringen? Da an der Kommode zeige ich euch. Habe ich von Kroatien, das ist mit Karotte und sowas. Genau dahinter. 21 Euro haben wir dafür bezahlt. Das ist also echt, das haben wir in Dings gekauft, in Kroatien. Und das ist echt der Hammer. Das ist bei mir schon komplett hier. Aber ich nutze das trotzdem immer noch. Wir hatten da zwei Stück gehabt. Ja, dann haben wir hier. Wollte ich unbedingt ausprobieren, weil viele haben geschrieben, San Ozon oder wie Ozon, keine Ahnung, ob ich das falsch ausspreche, könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentaren schreiben. Sonnenmilch, viele haben mir gesagt, ja, ist ja von Rossmann Marke, ne? Haben mir dann gesagt, probier aus, die ist wirklich gut, die ist ja auch nicht unbedingt günstig, auch kostet auch bei 5, 6, 7 Euro, 4 Euro, ne? Je nachdem, was für ein man sich da aussucht, habe ich mich für die Milch entschieden. Sofortschutz mit Ceramiden und Allantoin unterstützt die Hautbarriere, UVA, UVB-Schutz, vegan, wasserfest, ohne Duftstoße, ohne Silikone, ohne Mikroplastik und ohne Octocrylin, irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall die hier. Ja, probieren wir aus. 30 ist okay. Wie gesagt, 50 ist wichtig für die Kinder besonders. Ne? Und dann habe ich mir meinen Wunsch erfüllt. Das ist nämlich auch teuer, aber auf das war 50% auch im Angebot. Also ne, darauf gab es das 50%. Extra Spezial fürs Gesicht. Spezial fürs Gesicht. Das wollte ich mir unbedingt kaufen, da mein Gesicht ja sehr empfindlich ist. Klar benutzen wir auch dieses und dieses. Ist ja auch alles fürs Gesicht geeignet, ne? Aber ich wollte unbedingt mal fürs Spezial, fürs, das war mir einfach nur irgendwie wichtig diesmal, Sonnenschutzcreme mit Hyaluronsäure, Anti-Age, mit Niacinamid, Hyaluronsäure, sehr hoher Schutz, bla bla, 50 UVB, UVA, mildert Fältchen, oh, ich brauche das nicht unbedingt, aber okay, mildert Fältchen, doch eigentlich habe ich ja Falten. Hochverträglich und nicht fettend, bla bla bla. Ja. Schützt vor UVA, vor UVW, langwelligen UVO und so weiter. Unter dermatologisch Kontrolle getestet, ohne Parfüm. Nicht konzentriert, schützt alle Hauttöne. Okay. Okay. Ja, also recht klein. Recht klein. Sind ja nur 50 Milliliter. Ja, arschteuer. Also ist teuer. Für mich ist sowas teuer. Aber
wie gesagt, ich wollte unbedingt, ich wollte mir das gönnen jetzt. Und boah, das riecht aber trotzdem gut, finde ich. Fältchen, ich meine Fältchen. Ich gehe ja gleich in den Garten, dann kann ich das mir auch. Nee, Quatsch. Ich nutze das dann ganz schön im Urlaub mit meinen Mädels. So, das war's. Kann ich eigentlich aus der Kappe raus tun und ja, im Urlaub wird das für euch dann ein aufgebraucht Urlaub-Video geben. Oder im Urlaub direkt mal schauen, keine Ahnung. Jetzt habe ich hier 20%. 20% App-Coupon auf Ozon, keine Ahnung, Ozon. Ja, auf jeden Fall, ja. Also allein Nivea, fast 40 Euro. Ja, es ist halt die Preise, ne? Gillette 40 Euro, und so die kleinen Beträge 4, 5, 6 Euro, 7 Euro, 5 Euro, 2 Euro, 3, 70 Euro, 4, 25 Euro. Also seid mir nicht böse, hier schreibe ich keine Preise. Ich schreibe allgemein selten, ziemlich selten Preise hintereinander. Also, aber wenn ihr mich separat was euch interessiert, fragt, würde ich euch. Also dieses Perwoll-Spüler für die Wäsche hat 6,75 gekostet, ne? Dann kann ich euch das in den Kommentaren beantworten. Ich lasse das da. Also insgesamt von 206,94 € haben wir 176,18 bezahlt. Also wirklich, da haben wir uns sehr gefreut, dass wir diese 30,76 € Rabatt bekommen haben. Ja. War schon ordentlich. Es ist sehr wenig hier auf dem Tisch. Es ist tatsächlich nur diese paar Sachen, was ich euch gezeigt habe. Aber dennoch, ja, viel Geld. So, das war's mit dem XXXXXL Video. Also XXL Haul. Ist gar nicht so XXL Haul, aber ja. Teuer. Egal. So. Ich bedanke mich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Freue mich über die Däumchen natürlich nach oben und über die Kommentare, Smileys, Herzchen, Blümchen, alles. Freue mich natürlich, falls du nicht derjenige bist, der so gerne viel schreibt oder überhaupt kommentiert. Ja, ihr lieben Stillzuschauer, ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn ihr auch irgendwas einfach abschickt. Smiley, wie gesagt, Blümchen, das ist echt mega cool, wenn ihr das machen würdet. Sehr wichtig und ja, ansonsten wünsche ich Gesundheit, alles, alles Liebe natürlich, liebe Leute um dich herum und ja, freue mich einfach schon, das ist schon so ein Urlaub-Feeling, aber okay, ich laber euch nicht weiter voll. Tschüsschen, bis morgen, bis zum neuen Video, deine Xenia, oder? Ciao, ciao.